Die Grünen haben in den letzten Monaten einen rasanten Absturz hingelegt. Und die gute Nachricht dabei, wir sind auf einem 5-Jahrestief hinsichtlich der Umfragewerte bei den Bundestagswahlen, wie sich die Menschen heute entscheiden würden, wenn sie noch einmal wählen müssten. Wie ich finde, ist das Ganze mehr als verdient, denn die Ökopartei sorgt nicht nur dafür, dass Deutschland zum Schlusslicht im Wirtschaftswachstum wurde, nein, sie beschädigen auch die Umwelt, anders als sie uns ständig vorgaukeln. Eine Politik, die nur noch von Ideologie geprägt ist, ist zum Scheitern verurteilt, genau wie ein Land, das sich von einer Politik regieren lässt, das nur eines tut, nämlich eine Ideologie verfolgen. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt einmal die These, die Professor Dr. Hans-Werner Sinn aufgestellt hat, dass nämlich die Grünen der Umwelt viel mehr schaden, als sie der Umwelt helfen, etwas genauer beleuchten. Wir schauen uns einmal an, was der aktuelle Ist-Zustand ist und ob Deutschland vielleicht doch noch zu retten ist. Mein Name ist Dominik Kettner und wie ihr wisst, ist das ein Thema, bei dem ich sehr schnell impulsiv werde. Ich verspreche euch dennoch, ich versuche, meinen Puls etwas unten zu halten. Schauen wir uns einmal an, was es mit dieser These, dass die Grünen die Umwelt zerstören, eigentlich auf sich hat. Denn eines muss selbst ich den Grünen lassen, mit den Versprechen haben es die Grünen so richtig. Versprechen, 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 doch mit dem Halten, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Hier sehen wir nochmal zur Erinnerung ein Plakat bzw. einen Wahlspruch der Grünen, in dem es heißt, das grüne Wirtschaftswunder. Genau das ist es nämlich, was wir gerade erleben. Eine Wirtschaft im Abschwung, eine Gesellschaft, in der die Menschen das Land verlassen, Unternehmen, die das Land verlassen und Zukunft ein großes Fragezeichen ist. Durch die Energiewende, das Heizgesetz oder auch die unbezahlbaren Strom- und Energiepreise hat man es geschafft. Unser Wirtschaftsminister Robert Habeck hat gemeinsam mit seiner grünen Partei dafür gesorgt, dass Deutschland nun am Abgrund steht und nicht nur das, sondern dass wir bereits im freien Fall sind. Während wir früher der Motor der Wirtschaftsleistung Europas waren, sind wir nun Schlusslicht. Und wie wir in dieser Schlagzeile lesen dürfen, sagen auch andere EU-Länder, dass sie sich mittlerweile sorgen, dass Deutschland den Rest der EU mit nach unten reißt. Soweit ist es also schon gekommen. Das ehemalige Qualitätsprädikat Made in Germany wird immer mehr zur Lachnummer und das dank einer Regierung, die noch nicht mal ganze 2 Jahre am Werk ist. Wie es also weitergeht und was es mit der Aussage auf sich hat, dass die Grünen unsere Umwelt zerstören, dazu jetzt mehr. Denn die Abschaltung der Atomkraftwerke, die ja auch von den Grünen und der Ampelregierung soweit besiegelt wurde, hat uns vom ehemaligen Stromexporteur zum Stromimporteur oder wie die Bild auch immer wieder sagte, zum Strombettler gemacht. Es gibt zwar immer mehr erneuerbare Energien, aber es gibt immer weniger Strom. Und wie die Grünen uns in den nächsten Jahren weiterhin noch an den Rand des Existenzminimums treiben werden, dazu werde ich übrigens auch am 6. September sprechen, und zwar gemeinsam mit Ernst Wolf. In unserem kostenfreien Online-Seminar werden wir hinter die Kulissen der Finanzwelt schauen und uns die Finanzverstrickungen mit der Politik einmal genauer ansehen. Dort können wir übrigens offen, unzensiert und frei sprechen. Und um 19 Uhr werden Ernst Wolf und ich nicht nur Lösungen auspacken, wie ihr euch schützen könnt, sondern euch Dinge aufzeigen, die ihr noch nicht einmal gesehen habt. Unter dem Video der Anmeldelink. Wir werden nur 10.000 Teilnehmer zulassen. Deswegen seid am besten schnell und sichert euch euren Platz. Doch zurück zu den Grünen, Robert Habeck und wie daran gearbeitet wird bei den Grünen, unsere Umwelt zu vernichten. Denn einst war die Grüne eine sogenannte Ökopartei und keine Wirtschaftspartei, doch das ist längst Geschichte. Doch der Top-Ökonom und eine der großen deutschen Wirtschaftsstimmen, Professor Dr. Hans-Werner Sinn, sagte Folgendes. Das Verbrennerverbot beschleunigt den Klimawandel sogar. Und wie wir in diesem Artikel noch weiter sehen können, hat er damit meiner Meinung nach sogar recht. Denn der Grund, den er dafür anführt, ist, dass wenn kein Öl mehr gekauft wird, der Preis auch sinkt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum damit die Umwelt zerstört wird. Schauen wir einmal genauer hin, was er denn meint. Denn wenn andere Länder dann mehr Öl kaufen werden, weil wir weniger Öl kaufen, wird letzten Endes auch mehr ausgestoßen. Das heißt, wir tragen aktiv dazu bei, dass wieder mehr fossile Brennstoffe genutzt werden. Doch das ist immer noch nicht die ganze Erklärung. Denn in den Augen von Professor Dr. Hans-Werner Sinn brauchen Elektroautos nicht nur Strom, sondern der Strom, der benötigt wird, wird jetzt zugekauft. Und dies dann wiederum aus Ländern
mit weniger energiefreundlichen bzw. umweltfreundlichen Ansichten, wenn ich es einmal so bezeichnen darf, in meinen Augen, also reine Augenwischerei. Wir lügen uns selbst in die Tasche und zerstören damit nicht nur den Mittelstand, sondern vor allem jeden Einzelnen, der sich dieser Ideologie anschließt und noch nicht erkennt, dass er in eine Sackgasse rennt. Denn am Ende dieser Sackgasse geht es ganz steil bergab. Denn das hat Robert Habeck wohl nicht bedacht, dass wir aus anderen Ländern unseren Strom importieren mit viel klimaschädlicherem Ursprung, oder aber er möchte es uns einfach nicht verraten. In diesem Video habe ich sogar erklärt, dass man sogar in Kauf nimmt, dass Kinderleben draufgehen müssen, dass wir dreckige Braunkohle aus Kolumbien mit großen Frachtern nach Deutschland importieren, nur aufgrund dieser wahnsinnigen Ideologie. Auch in Kanada ist man mittlerweile etwas schlauer geworden. Denn dort hat man die sogenannte Solarstromproduktion vollständig auf Eis gelegt. Als Begründung dafür hat man in Kanada die zwei Hauptargumente erwähnt, dass man das Ackerland und die Natur zerstört durch diese massive Solarstromproduktion. Das ist das, was unsere Regierung also für uns möchte. Die Zerstörung unserer Natur, die Zerstörung unseres Ackerlandes und die Zerstörung unserer Umwelt. Dass die Deutschen zu großen Teilen, zumindest wenn man den öffentlichen Statistiken Glauben schenkt, immer noch daran verharren, an dieser Ideologie festzuhalten, kann man sich eben nur dadurch erklären, dass es nicht rational begründet ist, sondern den Menschen in den Kopf immer und immer wieder eingetrichtert wurde. Genau das, was eine ökofaschistische Ideologie eigentlich wirklich ausmacht. Doch es wird noch viel besser. Immer dann, wenn man denkt, wir haben die Spitze des Eisbergs erreicht, kommt Robert Habeck mit dem nächsten Hammer um die Ecke. Richtig gehört, denn Robert Habeck ist ernsthaft gegen das EU-Verbot von giftigen Substanzen. Hier in diesem Artikel geht es darum, dass die grün ideologisch geprägte Energiewende diese giftigen Substanzen wohl benötigt. Ob die Umwelt oder der Mensch darunter leidet, ist Robert Habeck scheinbar egal. Bei den Grünen geht es also rein darum, diese wahnsinnige, zumindest kann ich das so sagen, Ideologie immer und immer weiter durchzusetzen. Dass die Grünen aber gerade sogar intern zerbrechen, darüber habe ich in diesem Video mit weit über 300.000 Aufrufen gesprochen. Dass Alice Weidel das zum Schmunzeln bringt, wird euch nicht wundern. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Teilt das Video, damit der Algorithmus sieht, dass viele Menschen an diesem Thema interessiert sind.